Beacon, Corporal St. John. Schön, dich zu sehen, Mann. Hey. So, wir können mal gucken. In Crater Lake gibt es ja auch noch ein paar Horden. Und ich habe mal eben kurz eine Karte aufgemacht dafür. Da hinten müsste irgendwo eine sein. Also laut der Map, die ich gerade aufgemacht habe. Weil eine Horde sollte ausreichend sein, um genug Vertrauen zu bekommen. Und was sagt er mir überhaupt an? 0 von 3 Horden, okay. Hätte ja sein können, dass ich irgendwann mal zwischendurch eine Horde gemacht habe. Habe ich aber nicht, also muss die Horde da oben noch existieren. Nein, ich spoilere mich selbst. Ich habe nur geguckt auf der Karte, wo die Horde ist. Ansonsten müsste ich jetzt die ganze Zeit suchen, da habe ich keinen Bock drauf. Das hat nichts mit Spoilern zu tun. Spoiler sind storyrelevant. Gift scheint nicht so sein Ding zu sein. Na toll, hier war ich doch. Boah, nee, GamePro, ich will nicht an irgendwas. Bei irgendwas mitmachen.
Hätte ich dann eine Horde woanders gesucht. Bei Highway sind so viele Horden. Höhle maybe. Ja, erstmal eine Höhle finden. Du bist nur ein Schatten. Hauptsache Geräuschkulisse. Es gibt doch bestimmt eine Horde, die leichter zu finden ist. Ist alles scheiße. Na toll, da ist angeblich eine Horde, da weiß ich aber auch nichts von. Da war ich ja auch in der Region, das ist genau die Sache. Ich war überall permanent ständig unterwegs. Komischerweise sind die Horden alle an mir vorbeigegangen. War ich ja auch mal rausgekommen. Weil da oben waren ja mal die Plünderer drin. Aber angeblich soll da eine Horde sein. Gute Nacht, Rasputin, schlaf gut. Übrigens kann man alles upgraden an der Maschine, außer Bremsen. Dann mal los. Das war's.
Das sieht auf jeden Fall aus wie ein Platz, wo eine Horde hingehen würde. Aber es ist niemand zu Hause. Ich dachte, tagsüber sind die in ihren Rückzugsorten und nachts kommen sie raus. Wenn man eine Horde sucht, ne? Ja, alles gut. Hier wird nicht geschrien. Aber ich da jetzt nicht die Horde auf Anhieb finde, dann ist egal. Upsala. Ich würde mal sagen, das wird unter hier runter sein. Wenn überhaupt. Aber selbst wenn ich die mit der Maschine anlocken würde, mir wäre es so Latten gerade. Ach, das war die Anarchiezelle. Also hier ist eine Horde runtergekommen. Ich denke mal, dass sie jetzt nicht mehr da sein wird. Tja. Ich hasse es.
Ich hasse es wirklich abgrundtief. Fest verriegelt. Hätte ja sein können. Tja. Aber diese Markierung auf der Karte gilt anscheinend für die Horde, die letztendlich hier runterfallen würde. Wahrscheinlich hätte man die auch bekämpfen können. Aber ich bin ja einfach geflohen. Schade. Was kann ich noch machen? Infiziertes Gebiet, Stadt reingehen. Wobei, da habe ich auch schon alle Nester vernichtet. Hier ist ja auch nichts mehr. Verdammt. Ah, nimm die dämliche Flasche. Boah, ich hab Hunger. Ich werd knatschig. Ich hab vom Mittagsgrill noch eine gefülltes, eine Hackbombe mit Paprika gefüllt. Die mache ich mir nachher warm. Und dazu Pommes. Ist ja auch die beste Uhrzeit dafür. Hack geht immer. Oh Scheiße, was ist denn hier passiert? Naja, vielleicht sollte ich mich mal umschauen. Düdüdüdüdüd. Ja, trotzdem. Das waren nur ein paar Ohren. Nichts Wildes. Ah! Ich habe innerlich kurz überlegt, ob ich den Sprung überleben werde. Hey. Wo bin ich denn gekommen? Und warum steht meine Maschine da unten?
Ah, genau andersrum. Das brauche ich. Dass die Horn sich nicht zeigen, könnte daran liegen, dass du schwach bewaffnet bist. Aber ich habe schon zig Horden gemacht, ohne irgendwelche MG-Kram-Sachen oder sonst irgendwas. Also zig Horden ist vielleicht übertrieben, aber ich schaffe das trotzdem. Ich glaube nicht, dass die Horden nur auf Basis der Bewaffnung erscheinen, oder nicht? Also danke für den Hinweis, aber ich glaube nicht, dass das berücksichtigt wird. Was Spiel will mir die Horde einfach nicht geben? Weil es genau weiß, dass ich sie gerade benötige für. Für Erreichen der höchsten Stufe beim Kernel. Die größte Horde sind 500, aber die ist nicht in dem Gebiet hier. Also die 500er Horde, das hatten wir heute das Thema schon, ist am alten Sägewerk. Ah, gutes Timing. Fertig. Hier ist übrigens auch eine Horde, aber die habe ich, glaube ich, sogar vernichtet, die da drin war. Ich werde mal eben einfach in die City reinfahren. So ein Unsinn. Das Schöne an den Bolzen ist übrigens zwischen, dass du die Verstärkung wirklich, egal wo du hinschießt, der Gegner ist halt tot. Jedenfalls von den einfachen.
Kacke. Hier war ja die große Horde, die ich auseinandergenommen habe. Endlich! Gegner! Toll! Das zackt mich übrigens dann voll ab. Dann schmeißen wir das Tractor dahin und was machen die? Dich irgendwie angreifen. Die haben gar keinen Schaden genommen dadurch. Was stimmt nicht? Die haben teilweise einfach wirklich keinen Bock, Schaden zu nehmen. Ja, jetzt wird das doof.
Also viele sollten das nicht mehr sein. Oder vielleicht doch? Geh weg, Kinderkarussell! Bam 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 bam. Ja, ich mach's mir wahrscheinlich unnötig schwer, aber ich glaube, wir haben jetzt auch genug Schwärmer. Was ein Elend, ey. Aber gut zu wissen, dass die Story-Horde nicht gleich der Horde ist, die dann im Nachgang hier steht. Nur wieder ein Arm, was mit Maus und Tastatur spielen. Mir tun die Hände nämlich schon weh vom Controller zocken. Dann jetzt nicht zusätzliche Ausrüstung und hoffe einfach, dass ich mit allem, was ich so bestehend in der Tasche habe, auskommen werde. So, zurück ins Lager. Das darfst du als Deutsche gar nicht sagen. Zurück zum Hauptstützpunkt. Viel besser. Ja, ich glaube, es wird 10-mal einfacher, wenn du einfach die, das schwere Maschinengewehr nimmst und sonstige Maschinenpistolen und dann ballerst du die Horde einfach in Grund und Boden. Deke, befehlshabender Korporal. Hey, Sarge. Wie geht's? Oh, es reicht nicht. Ich hasse dich. Corporal Deacon St. John, komm bald mal wieder. Ach, Leute, ey.
Das ist alles, was ich für heute habe. Jetzt fehlen mir wirklich 100. Corporal St. John. Sarge, wie geht's denn so? Okay, das ist schon besser. Bitte sehr. Ja, nur logisch. Wenn ich genug Punkte hätte, würde ich das machen. Ja, du machst mich noch zum Millionär, was? Ja. Hä? Also die Mühe okay. Für nix. Corporal St. John. Dann machen wir mit der wir Story weiter. Uns, ja? Ich habe jetzt keine Lust, mich weiter ausbremsen zu lassen. Aber für heute mache ich, glaube ich, erstmal Feierabend. Wann sehen wir uns morgen noch wieder? Dienstag dann nicht, Mittwoch dann nicht. Hat leider zeitig heute alles nicht so gepasst. Küsschen für euch.